Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur mittlerweile 53. Ausgabe des FIFA Talks, dem offiziellen WrestlingFIFA.de Podcast. An meiner Seite heute Astime Mudu. Hallo Markus, ich grüße dich und hallo an die ganzen Zuhörerinnen. Oh, die Zuhörer nicht, nur an die Damen? Nein, das war das Gender-I, was ich versuche zu betonen. Okay. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir beide planen das Ganze ja schon etwas länger. Ist immer ein bisschen schwierig mit der Terminfindung, auch in Zeiten von Corona. Lass uns einfach mal ganz, ganz vorne anfangen in deiner Karriere. Du bist begeisterter Kampfsportler. Also du hast, bevor du in den Wrestling-Ring gestiegen bist, viele Jahre vorher schon Kampfsport betrieben. Und ich glaube, das ist auch nicht wenig erfolgreich, wenn ich das so sagen darf. Naja, richtig, richtig. Obwohl der Erfolg gar nicht so immer in meinem Fokus lag. Also ich betreibe ja eine traditionelle Kampfkunst. Das heißt, da ist so ein bisschen der Mindset anders, als wenn man jetzt, ich sag mal, Boxen, Kickboxen oder Ähnliches macht, weil ein sehr Karate-ähnlicher Stil ist das und da geht es eigentlich darum, dass man natürlich selbst versucht, sich weiterzuentwickeln, ja, auf persönlicher und körperlicher Ebene. Das heißt, die Wettkämpfe waren immer eine coole Sache, die helfen einem auch, ja, voranzukommen. Ja, das sind immer große Entwicklungssprünge, die man dadurch hat. Aber es war jetzt nie mein großer Fokus. Trotzdem war ich natürlich dankbar, da 2012 in Südkorea und später nochmal 2017 in Brasilien an den Weltmeisterschaften teilnehmen zu können, auch erfolgreich mit mehreren Goldmedaillen. Und ja, es war natürlich auch die ganzen Reisen, die damit verbunden waren, absolutes Erlebnis. Und das hätte ich mir auch gar nicht ausmalen können, als ich damals, das war 2002, im Alter von 5, mit dem Kampfkunsttraining begonnen habe. Ja, also noch so zur Kindergartenzeit, wo ja die meisten Kinder wahrscheinlich ihre ersten Schritte in irgendwelchen Vereinssportarten machen. Die meisten wechseln hin und her. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren meiner Kampfkunst treu geblieben, ja. Wie hat sich das ergeben, dass du dann nach Südkorea oder nach Brasilien gekommen bist? So bei unserer Kampfkunst, das sogenannte Tong Il Mudo, da stammt ja auch die Silbe meines Namens her, das Mudo, was auf Koreanisch einfach so viel wie Kampfkunst oder Weg der Kampfkunst heißt. Und das gibt's in Europa, ist es nicht allzu weit verbreitet, dieser besondere Stil. Ne? Man muss sich das so vorstellen, schon ganz, ganz ähnlich wie das Karate. Ne? Also die Unterschiede zwischen den verschiedenen Disziplinen sind ja manchmal sehr gering, manchmal nur von irgendwelchen Begründern und Entwicklern dieser Stile abhängig. Und am Ende ist es ja doch eigentlich das Gleiche. Ja? Schlagen, treten, werfen und so weiter. Also diese Weltmeisterschaften waren Einladungsturniere, also ich musste mich jetzt nicht durch zig Qualifikationsrunden kämpfen, sondern es hieß halt, ja, die Schule in Deutschland darf halt so und so viele Starter schicken und da ich dann schon relativ schnell zu den höchst graduiertesten Schülern der Schule gehörte, hatte ich halt die Möglichkeit, damit teilzunehmen. Und dann ging es da nach Korea. Willst du da ein bisschen mehr oder kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Es ist eine völlig andere Welt wie bei uns. Wie alt warst du da, als du dann nach Korea geflogen bist? Also nach Korea, ja, das war 2012, da war ich 15. Da war ich auch der jüngste Teilnehmer von dem ganzen Turnier. Ja, es war ja keine Juniorenmeisterschaft oder so, sondern ein ganz normales Turnier für Erwachsene. Dementsprechend natürlich damals auch mit 15 in einer der leichtesten Gewichtsklassen. Ich glaube, irgendwas mit 57 Kilo oder so die Dreh. Und naja, es war natürlich sowohl die Reise als auch dann später Brasilien. Das sind natürlich zwei extreme, absolut krasse neue Erfahrungen im Vergleich zu Deutschland. Ich war auch sonst nie mit meinen Eltern groß in, ja, im Osten, im Westen, irgendwie Südafrika, Amerika, irgendwie die Dreh war ich nie. Es waren meine ersten richtig großen Auslandsreisen. Und dementsprechend natürlich ganz, ganz viele neue Eindrücke. Seoul ist eine richtig, richtig geile Stadt. Sehr, sehr modern, in Verbindung mit solchen, ja, traditionellen Tempelanlagen zwischen Wolkenkratzern. Das ist was ich mir so überhaupt nicht hätte vorstellen können, was sehr, sehr beeindruckend war. Ja, sozusagen Moderne und Kultur direkt nebeneinander. Wir haben da einige Tage in Seoul verbracht. Das ist eine der größten Metropolen, rein flächenmäßig auch der Welt. Ich glaube, die zweitgrößte sogar nach Mexiko-Stadt. Ein paar Jahre später Rio. Also wir sind in Rio ein paar Tage geblieben zum Urlaub, weil das nutzt man natürlich auch aus, wenn man schon mal in der Ecke ist, bevor wir dann nochmal, ich glaube, 3-4 Stunden Inlandsflug geflogen sind nach Annapolis. Da war dann das Turnier. Und Rio war natürlich auch großartig. Wir hatten eine Unterkunft, da waren wir zu siebt.
Eine Unterkunft direkt im Stadtteil Copacabana, sind also wirklich nur 5 Minuten zum berühmten Strand gelaufen, auch den anderen großen Strand Ipanema mitgenommen, waren oben an der Cristo Redentor-Statue. Also das war sehr, sehr cool. Wenn es nicht so teuer wäre und so aufwendig, können wir es ruhig nochmal machen. Aber selbst wenn das ein einmaliges Erlebnis bleibt, absolut unvergessen, ja. Und beides natürlich riesen Langstreckenflüge. Also Korea war, glaube ich, 12 Stunden und Rio mit zweimal Umsteigen auch ähnlich. Und du hast diese ganzen Reisen als Jugendlicher, Minderjähriger ohne die Eltern gemacht und hast wahrscheinlich dann auch schon viel mehr gesehen von der Welt wie die Eltern selbst. Ja, das ist tatsächlich so der Fall, ja. Mit 15 war natürlich ein bisschen kritisch da. Ja. Also es gab keine Probleme bei der Einreise, aber musste natürlich dann meine beiden Lehrer, die mit waren, also in Korea waren wir noch eine Gruppe zu 12. Und auch da ich natürlich der Jüngste. Alle anderen waren volljährig, auch wenn manche erst knapp 18, 19 waren. Musste natürlich mein Trainer da so eine Vollmacht haben, dass sie für mich die Verantwortung hatten. 2017 in Brasilien war ich natürlich schon längst volljährig. Das war ja dann entspannter. Wie ist es da mit den Kosten gewesen? Kommt dann der Verein dafür auf oder wie wird das dann gemacht? Wie wird das finanziert? Ja, da wir ja wirklich so eine kleine Randnischensportart sind, also ich glaube, jeder Kampfkunst an sich erlebt schon die Probleme und in dem Kampfkunst-Zirkus sind wir nochmal ein ganz kleines Licht. Wir haben uns um Sponsoren bemüht, so lokale Sachen, es hat auch teilweise ganz gut funktioniert, aber ein Großteil der Kosten bleibt dann einfach bei einem selbst dann auch. Das ist nun mal so. Puh, das heißt, wenn du die nötige Kohle nicht hast, um zu einer Weltmeisterschaft anzureisen, dann sieht es auch schlecht mit Medaillen aus. Ja, richtig, richtig. Das Also ist die hart. Möglichkeit, die muss man dann schon finanziell irgendwie stemmen können, ja. Dann haben wahrscheinlich deine Eltern auch nicht eine unwesentliche Rolle gespielt dabei, dass du Ja, überhaupt da. definitiv, definitiv. Ah, die haben sich ja drüber gefreut, die waren ja ganz stolz da und da ging das schon alles irgendwie, ja. Und wie lange warst du da unterwegs, zum Beispiel in Korea? Wie lange warst du dann da unterwegs oder in Brasilien? Wir haben es bei beiden Trips so gemacht, dass wir sowohl was von der Kultur, von den umliegenden Städten uns angeguckt haben. Ich glaube, in Korea waren wir zuerst 3 Nächte in Seoul, dann der ganze Veranstaltungs-Wettkampf-Zyklus ging nochmal 5, 6 Tage, weil das meistens auch nochmal neben dem Wettkampf auch ein Workshop, ja, dass man mit den dortigen Meistern auch trainieren kann. Das sind ja so 5, 6 Tage und danach nochmal 3 Tage in Seoul verbracht. In Rio war es so, dass wir zuerst 6 Nächte, fast eine ganze Woche in Rio verbracht haben und dann nach dem Wettkampf mit anschließendem Workshop, was auch nochmal auch wieder so 5, 6 Tage insgesamt ging, dann sind die anderen zurückgeflogen. Ich bin 2 Tage zeitiger schon zurück, weil eine NEW-Show anstand. Ah, okay, das heißt, du warst schon Wrestler, während du in Brasilien bei der Weltmeisterschaft angetreten bist und bist Ja, für das genau. Wrestling frühzeitig abgereist, um für Alex Ryden Hestov aufzutreten. So sieht's aus, ja. Jetzt hast du mir fast den Übergang zum Wrestling schon perfekt überliefert, aber natürlich möchte ich wissen, was hast du gerissen? Also, was war in Brasilien für dich drin? Was war in Korea damals für dich drin? Also in Korea war es so, dass ich eine Bronzemedaille gewinnen konnte im Kampf, ja, im Zweikampf. Wie gesagt, in meiner leichten Gewichtsklasse. Ja. War, glaube ich, die zweitleichteste. Und eine Bronzemedaille in einer Art Team-Performance. Ja, es war so eine Art offene Kategorie, wo man eine Art inszeniertes Selbstverteidigungsszenario präsentierte. Und wir haben uns den Spaß gemacht, das auf eine Comedy-Art und Weise zu machen. Also wie so eine kleine Vorführung halt. Das kam ganz gut an, ne? 3. Platz dafür. Und wir sind als ganz komplettes Team damals Weltmeister geworden. Auch so eine, ja, man muss sich das so vorstellen, so eine Team-Performance gemeinsam. Ja? Also diese Kampfkunsttechniken, die Kata nennt man das ja, also dieses Schattenboxen-mäßige, auf Musik, auf Takt, ja, auch mit Einlagen mit dem Partner, auch Bruchtest, ja, Bretter zerschlagen, so eine komplette 5 Minuten-Performance. Das ist mal so ein bisschen Königsdisziplin bei diesen Turnieren. Und da konnten wir als Team Deutschland die Goldmedaille gewinnen. 2017 in Brasilien lief es dann für mich ein bisschen besser. Da war ich ja dort in dem Turnier dann auch schon einer der, man könnte ja im Wrestling würde man sagen, der Veteranen, ja. Also einer der schon am längsten da dabei war von den Teilnehmern und am höchsten graduiert vom Gürtel her mit. Und da konnte ich insgesamt 4 Goldmedaillen gewinnen, sowohl im Wow.
vorm Laufen als auch im Kampf gab es da verschiedene Disziplinen, ja, stiloffen oder nur der Tommy-Mudo-Stil. Und genau, eine von den 4 Goldmedaillen war auch wieder diese Team-Performance. Ja, da ist unser Team Deutschland immer ganz, ganz vorne mit dabei. Respekt, also Glückwunsch dafür. Das heißt praktisch, dass du eigentlich in deinem Alter, in Anführungsstrichen schon alter Veteran bist. Und wie alt kann man da, also wie alt kann man da werden, um an solchen Wettkämpfen teilzunehmen? Gibt es da so ein Mindest-Maximalalter dafür? Also es kommt darauf an, wie das Ganze organisiert ist. Wie gesagt, die Wettkämpfe liegen ja überhaupt nicht in unserem Fokus, sondern man macht es ja mehr, wenn mal sowas ansteht, um einfach auch so ein bisschen einen Socializing-Aspekt, um mal Zeit mit Leuten zu verbringen, die am anderen Ende der Welt wohnen und die gleiche Kampfkunst trainieren. Ja. Oder einfach um auch wir als Gemeinschaft, ja, das 7, 10, 12, die jetzt 15, 20 Jahre gemeinsam trainieren, auch mal einfach so ein Abenteuer letztendlich erleben. Also der Wettkampf liegt da überhaupt nicht so im Vordergrund. Es gibt Kategorien, auch für 40 plus und so weiter. Wie gesagt, Kampfkunst ist ja dafür da, es ein Leben lang machen zu können. Ist ja jetzt was anderes, als wenn ich in den UFC-Ring steigen würde, wo man irgendwann ab 40 vielleicht sagt, ja, langsam macht der Körper nicht mehr mit. Dafür ist der Kampfkunst nicht gedacht, die ist ja für ein Leben lang da. Und deshalb ist da noch lange nicht Schluss, was das angeht. Was Wettkämpfe vielleicht angeht, ja, aber nicht das Training an sich. Ja, ich habe das jetzt wirklich direkt auf die Wettkämpfe bezogen, ja. Da ja einige bekannte Schauspieler eigentlich auch aus diesem Metier kommen. Und mir ist gerade also gesagt, dass diese Schläge gegen Bretter und Steine, da musste ich sofort an Van Damme und Bloodsport denken. Ein Stein schlägt nie zurück. Ja, stimmt, ja. Was schaffst du denn so beim Bruchtest? Kann man das in Worte ungefähr wiedergeben, was man da so machen muss und was du da schaffst? Also es gibt, ich habe an ein paar Turnieren in Deutschland noch teilgenommen. Das waren sogenannte Black Belt Opens, wo also auch wieder Einladungsturniere, speziell für Schwarzgürtel, also für ja, halt sehr, sehr erfahrene Kampfkünstler. Und das war eine Art Mehrkampf. Und eine dieser Disziplinen war auch immer der Bruchtest. Ja. Ich weiß es da nicht mehr genau, wie dick die Bretter waren. Ich glaube, es waren 2 Zentimeter Bretter, was schon sehr, sehr ordentlich ist für so ein Ja. Brett. Wenn es jetzt für irgendwelche Vorführungszwecke, dann reicht meistens 1 Zentimeter, wenn überhaupt. Das waren 2 Zentimeter Bretter und die Technik, wie man die durchschlägt, war freigestellt. Ja, sie liegen parallel zum Boden auf so einer Art Halterung, auch ohne Zwischenhölzerchen, was das Ganze ja erleichtern würde, wenn da mal ein Hohlraum zwischen den Brettern ist. Ja. Nee, sondern einfach stumpf übereinander. Und ich glaube, 3 Bretter habe ich noch geschafft, sprich 6 Zentimeter. Und Wow. alles, was danach kam, ist schon, ja. Ich war da noch 20 Kilo leichter vor 5, 6 Jahren. Vielleicht sieht das jetzt anders aus. Da macht ja die Körpermasse auch einiges aus beim Natürlich. Bruchtest. Ja. Mit dem Kick oder mit den Fäusten? Nö, mit der Faust. Also nicht mit den Knöcheln, sondern mit der Außenseite quasi gerade von oben runter. Ein Wow. sogenannter Hammerfaustschlag. Ja. Das geht am Respekt. besten. Danke. Du hast gesagt, du bist auch ein Black Belt-Träger. Wie weit geht das? Wie viel dann oder wie viel gerade gibt es da bei diesen schwarzen Gürteln und wo befindest du dich? Also es gibt in unserer Kampfkunst, so wie das in den meisten anderen auch ist, 10 Dan-Grade insgesamt. Mhm. In manchen Stilen ist es so, dass der 10. Dan-Grad wirklich nur dem Stilbegründer vorenthalten ist. Ja, bei ganz großen Stilen, jetzt im Karate oder Judo, gibt es natürlich da mehrere, aber auch wenn man es weltweit betrachtet, unglaublich wenige. Alles, was über den 5. Dan hinausgeht, 5., 6., 7. und so weiter, das muss man sich wirklich auch rein optisch vorstellen. Das sind Leute, die ihr Leben lang schon Kampfkunst ausüben, also wo auch so eine Art Mindestalter von, ich sag mal, 45, 50 plus zu erwarten ist. Ja, also es gibt sehr, sehr wenige, die vielleicht noch unter 40 sind, unter 35, die dann schon 5. oder 6. Dan tragen, wenn es eine seriöse Stilrichtung ist, ne, die das auch mit ein bisschen Anspruch vergibt. Wenn das der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass derjenige auf jeden Fall sehr, sehr viel Engagement an den Tag gelegt hat. Und das sind ja auch Graduierungen ab dieser Stufe, die nichts mehr mit der Technik zu tun haben, sondern die einfach nur wie eine Art Auszeichnung fürs Lebenswerk anzusehen sind. Auch so organisatorische Sachen, was Engagement angeht, eigene Schule aufbauen und so weiter. Die ersten 3 Dan-Grade sind nur so ein bisschen die auch mit einer Prüfung vergeben werden. Ja, also wirklich noch eine technische Graduierung an sich.
Und der vierte und fünfte da, die liegen so dazwischen. Ja, die werden dann auch nur noch verliehen. Da muss man also keine Prüfung mehr absolvieren, nichts Technisches zeigen. Und auch die sind schon, also ein Vierter da, das klingt jetzt 4 von 10, klingt für den Laien wahrscheinlich jetzt gar nicht so besonders, aber das ist schon ein richtiger Kampfkunstmeister, ne? So Vierter, Fünfter da, das schafft vielleicht einer von 5000, die irgendwann mal anfangen, ne, mit Okay. Kampfkunst. Und ich habe jetzt, mir wurde von dem Begründer unseres Stils höchstpersönlich, das war eine ganz große Ehre, Anfang letzten Jahres der dritte Dan verliehen. Ja. Dann bist du im Endeffekt vom Alter her schon am Maximum angekommen. Bisher. Ja, also da kann ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar sein, in dem jungen Alter schon die Graduierung zu tragen. Auf jeden Fall. Das ist, kommt nicht so oft vor, ja. Das ist natürlich auch eine Anerkennung. Und wie du schon gesagt hast, die anderen sind dann auch Ehrerbietungen und Anerkennungen für deine Leistungen, die du dann vielleicht für den Sport erbracht hast. Ich bin mir sicher, da geht noch was bei dir. Ja, das muss man natürlich schauen, was ich in Zukunft alles unter einen Hut bringen kann mit Wrestling und dem Kampfkunsttraining. Solange ich hier noch in Leipzig wohne und lebe, ist es alles möglich, ja. Aber wenn es vielleicht doch einmal irgendwann Wrestling-bedingt ins Ausland ziehen sollte, dann muss man natürlich schauen, wie das geht. Aber ich bin natürlich froh, auch jetzt noch in der Situation weiter unterrichten zu können, ja, meine Schüler immer noch jede Woche vor mir zu haben. Und das war natürlich eine ganz besondere Auszeichnung für all die Jahre, die ich investiert habe, dann die Anerkennung dazu bekommen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Du bist aktuell bei WXW zu sehen. WXW kooperiert bekanntlich mit WWE. Die We Love Wrestling Shows sind auch auf dem WWE Network zu sehen. Ich gehe mal davon aus, dass man auch das ein oder andere Tag Team da sehen konnte oder auch dich alleine. Und ja, du schließt es nicht aus. Also UK oder Amerika, gar keine Frage für dich. Wenn das Angebot kommt, bist du weg oder wie? Das ist natürlich dann, muss man in dem Moment sehen, wenn das Angebot kommt. Die WWE ist sicherlich ein attraktiver Arbeitgeber. Man findet sicherlich immer Vor- und Nachteile für gewisse Wrestling-Promotions, für diese zu arbeiten. Und wir sind ja momentan in einer Situation, die es ja eigentlich so noch nie gab, dass man fast schon eine Vielzahl von weltweit Wrestling-Promotions hat, die dahingehend attraktiv sind, wenn man für diese Promotion arbeitet, vom Wrestling leben zu können. Deshalb muss man schauen, wenn es wirklich mal soweit sein sollte, wie dann die aktuelle Lebenssituation aussieht. Aber natürlich, also ich bin jetzt seit fast 10 Jahren im Wrestling aktiv, wenn man die Zeit, bevor ich mein erstes Match hatte, mitzählt, ja, seit dem ersten Training bei Alex. Da habe ich jetzt so viel rein investiert, bin auch jetzt so weit gekommen, dass es Quatsch wäre, jetzt zu sagen, ja gut, das reicht mir jetzt auch so, wie es ist. Du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, dass du aus Leipzig kommst, also wo es ja auch mehrere Wrestling-Schulen und Trainingsmöglichkeiten gibt. Dennoch hat es dich, ich muss ja zurückrechnen, 10 Jahre, ich glaube, dann warst du in Nürnberg schon dabei, oder damals? Nein, noch nicht ganz. Es sind jetzt erst nächstes Jahr ganz 10 Jahre. Katzmann. 2012 habe ich angefangen. Okay. Ich war einer der allerersten, also der Hotspot stand ein, Ja, zwei Monate, als ich angefangen hatte, ja. also für die Zuhörer, du bist dann praktisch in Anführungsstrichen erst eingestiegen, als die NEW sich schon in Hesdorf befand. Richtig, richtig, genau. Okay, dann lass uns doch mal drüber reden. Also wie gesagt, du kommst eigentlich aus Leipzig. Es gibt in Berlin eine Trainingsschule, es gibt in Dresden Trainingsmöglichkeiten. Inzwischen macht auch, haben wir im Vorgespräch auch gehabt, ein ehemaliger EWP-Wrestler bietet da Training an. Und wieso hat sich ausgerechnet nach Hesdorf verschlagen damals? Hast du da ein Probetraining mitgemacht? Hast du ihn angerufen, angeschrieben? Wie hat sich das alles ergeben? Wie hat das alles bei dir angefangen? Also erstmal war ja damals die Situation 2012 auch so, dass wir deutlich weniger Wrestling-Schulen in Deutschland hatten, als es jetzt 9 Jahre später der Fall ist. Und hinzu kam, dass ich von dem deutschen Wrestling-Markt, was Ligen und Schulen angeht, überhaupt keinen Plan hatte, ne? Ich war WWE-Fan, habe die WWE ein paar Jahre verfolgt, TNA damals auch. Und habe dann angefangen, auf Wrestling-Foren zu lesen. Da gelesen und dachte dann irgendwann, hä? Was steht denn hier? So eine kleine Anzeige an der Seite. Alex Wright bietet kostenloses Probetraining an. Okay. Habe ich draufgeklickt, ja, mich belesen. Ah, okay, das ist in der Nähe von Nürnberg. Ja, Papa, können wir da hinfahren? Können wir das mal machen? Ich hätte Lust. Hab doch damals einen Trainingskameraden halt vom Kampfkunsttraining, der auch großer Wrestling-Fan war, mitgenommen.
Und haben wir zusammen das kostenlose Probetraining bei Alex gemacht. Und da wir ja auch einiges an Erfahrung, das Fallen, das Rollen und so weiter schon mitgebracht haben, ja, Schläge und Tritte schon so weit drauf hatten. Und das ja allgemein, wenn du jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich schon 10 Jahre Kampfkunsttraining gemacht, ja, da hast du ja ein ganz anderes Körpergefühl, eine ganz andere Koordination schon, als jemand, der da mehr oder weniger unsportlich ins Wrestling-Training startet. Somit war Ja. Alex mit uns sehr, sehr zufrieden und wir natürlich mit den Bedingungen dort vor Ort auch. Also eine der besten Anlaufstellen in Europa, die man sich vorstellen kann, wenn man Wrestling lernen will. Und deshalb bin ich auch dabei geblieben. Ja, mein Kumpel damals leider nicht, war einfach aus organisatorischen Gründen. Ja. Und so hat sich das ergeben. Sprich, dein Kumpel hat nicht durchgezogen und du hast gesagt, okay, da fahre ich hin. Ich meine, wie lang fährst du da einfach? Bist du dann über Nacht geblieben? Weil der, wo noch nicht bei NEW war, gegenüber von der Halle, gibt es ein Hotel, da kann man dann preiswert übernachten oder bist du wieder nach Hause gefahren? Nein, nein, ich hatte ja das Glück, dass ich auch nicht mich irgendwie selbst mit dem Zug irgendwie kümmern musste, sondern vor allem mein Vater, aber eigentlich auch meine Mutter auch, in den 90ern immer mal Wrestling schon geguckt hatten, also durchaus Wrestling-Fans sind. Meine Mutter war zwar nicht so begeistert, dass ich das selbst machen möchte, aber mein Vater war da eigentlich dann selbst Fan vom Training geworden, hatte auch Lust, sich das immer wieder anzuschauen einfach, weil er selbst interessiert war, was da so dahinter steckt, hinter dem, was er über Jahrzehnte im Fernsehen verfolgt hat. Und deshalb hat er mich auch immer gefahren. Ja, ich muss jetzt nicht irgendwie Zug oder Flixbus fahren. Und wenn man ein bisschen Gas gibt, dann schafft man die Strecke Leipzig, Hotspot, also Hessdorf, auch in 2 1/4 Stunden ungefähr, 2,5. Jetzt ganz schnell Wow. nochmal 2 glatt. Das geht schon. Dann geht hier auf jeden Fall mein großes Dankeschön auch an die Eltern raus, die dich ja wirklich in allen Dingen immer unterstützt haben. Also ich höre das ganz klar raus. Korea, Brasilien, Wrestling, eben mal schnell nach Franken fahren für ein Training. Da waren die immer da unterstützend an deiner Seite. Respekt. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es für deine Eltern, die früher Wrestling geschaut haben, auch was Besonderes war, Alex Wright zu treffen. Ja, absolut, absolut. Also die hatten ihn schon auf dem Schirm noch, ja. Wussten, Mescher, gab es immer mal einen Deutschen damals bei der WCW und so. Und ich selbst wusste es ja nicht, weil es war ja nicht meine Zeit. Ich war ja da Ja, nicht ja. wirklich geboren oder sehr, sehr klein, als Alex seine große Zeit hatte bei der WCW. Und da mussten sie mir dann quasi erklären, na, das ist der, den wir immer meinten, der Deutsche, der mal da drüben war, Mensch. Und ist auch eine sehr, sehr coole Freundschaft auch von meinen Eltern und Alex entstanden, ja, weil die auch immer zu den Shows mit dabei waren. Mein Vater auch die letzten Jahre die NEW Backstage unterstützt hat, ja, mit Kameraproduktion, das ganze Facebook, also die Live-Produktion auf Facebook, alles mein Vater organisiert. Das war, also ist dann schon eine richtige Freundschaft so entstanden, natürlich. Ist natürlich für die Eltern auch toll. Lass uns doch mal zu deinem ersten Training. Du hast dann ein Probetraining absolviert, hast gesagt, dass du natürlich durch deine Kampfsporterfahrung da gewisse Vorteile hattest in Bezug auf Fallen, Bumps zu nehmen, sagt man. Aber es, glaube ich, war schon was anderes wie so ein in Anführungsstrichen einfaches Training, das du normalerweise absolvierst. Also es war von der Belastung her hart, aber ich bin jetzt nicht über meine Grenzen drüber gegangen. Weil ich bin es ja auch wirklich, wie gesagt, seit 10 Jahren gewöhnt gewesen, auch ein sehr, sehr strenges Training zu absolvieren. Also die traditionelle Kampfkunst, da sind ja auch die Trainings so aufgebaut, dass da wirklich eine absolute Disziplin herrscht. Ja, man macht, keine Ahnung, ähnlich wie man es vielleicht sich beim Bund vorstellen könnte, wo ich da nie war. Sehr, sehr streng, gemeinschaftlich, ja, Liegestütze und sonst was. Und man hört halt nicht vorher auf, bis der Trainer es einem erlaubt und so weiter. Und ich war also vom Mindset her eigentlich schon ziemlich tough, würde ich sagen. Und deshalb war das Training hart, aber absolut im Rahmen noch. Und ich hatte auch klar ein bisschen, man hat ja immer mal blaue Flecken vom ersten Mal in die Seile laufen und so Ja. weiter. Aber alles halb so wild. Bevor man in den Ring steigt, wärmt man sich in der Regel auf. Du hast gesagt, du hast das beim Kampfsport auch gemacht. Wie hat das bei Alex ausgesehen? Nur damit man mal einen Anhaltspunkt hat, wie viele Liegestützen und was weiß ich, was macht man eigentlich alles, um sich warm zu machen vor einem Wrestling-Training bei der NEW? Ja, also ich glaube, dass Alex da schon sehr eigene Methoden hat, ja, die durchaus sehr traditionell sind.
Ich glaube, dass das in anderen Wrestling-Schulen anders aussieht. Also deshalb kann ich auch jetzt, wie du ja schon gesagt hast, nur für die NEW, nur für die Right Stuff School sprechen. Ja. Ich habe ja auch keine andere Wrestling-Schule bislang wirklich persönlich erlebt, so richtig. Das bedeutet, gerade beim ersten Probetraining war es ein bisschen anders. Ne? Da ging es erstmal darum zu schauen, wie fit sind jetzt die Neulinge da. Einfach so Ja. ein bisschen, also die Belastung nicht zu hoch, sondern wir mussten, glaube ich, Liegestütze, Kniebeugen und Sit-Ups machen und dann, wenn es zieht im Muskel, sollten wir aufhören. Und die Zahl hat sich dann Alex so im Hinterkopf gemerkt. Ah, okay. Ne? Dann später, die Jahre über, war es immer so, dass man sich erstmal allgemein warm macht, also so wie sich das ja auch gehört, ne? Für ein ordentliches Training, egal in welcher Sportart, erstmal ein bisschen Kreislauf und große Muskelgruppen in Schwung bringen. Und dann stand bei Alex immer sehr hartes Kraftausdauer. Training muss er fast schon sagen an, obwohl es im Rahmen der Erwärmung war. Meistens Liegestütze, Kniebeuge, Sit-Ups, manchmal noch andere Übungen wie Ausfallschritte oder Beinheben. Und das war so im Rahmen von ja, 200, 300, 400 Wiederholungen pro Übung. Ja. 2, 3, 400. Das ist eine Zahl, die wollte ich hören. Damit die Leute wissen, dass es hier kein Kindergarten ist, sondern da wird sich wirklich definitiv darauf vorbereitet, ja, warm zu sein, um dann Leistung zu bringen und eventuell auch das ein oder andere wegstecken zu können. Ja. Ja, definitiv. Es sollte auch immer den Anspruch quasi haben, dass es irgendwo auch ein richtiges Wrestling-Match simuliert, weil nach 5 Minuten oder 10 Minuten, je nach Verfassung und je nach Aufbau des Matches, bist du ja auch nicht mehr frisch. Also dann bist du ja schon Ja. ziemlich aus der Puste. Und das sollte im Training auch natürlich immer ein bisschen mit simuliert werden, dass man dann nicht zu sehr erschreckt, wenn man doch auf einmal im Rampenlicht vor Publikum steht. Dann hast du das Probetraining absolviert. Alex Wright war zufrieden mit dir. Du hast sozusagen Blut geleckt. Und dann bist du vermutlich mal öfter hingefahren, hast dich angemeldet und dann mal einige Zeit dort trainiert, richtig? Ja, genau. Ich habe eigentlich erstmal 2 Jahre bei Alex trainiert und war dann eigentlich schon dran und drauf, das Ganze wieder sein zu lassen. Ja, aber Oh. 2014 war ich war quasi im Sommer der Übergang, dass ich von der 11. in die 12. Klasse gekommen bin. Ja, wusste also noch ein letztes Schuljahr, habe das Abi vor mir und so weiter. Und dies und das und war eigentlich zu dem Schluss gekommen, ja. Ich habe jetzt 2 Jahre trainiert. Ich hatte schon von Alex eigentlich das Signal, das war Anfang 2014, hier, wir würden dich gerne in den Shows einsetzen, wir hätten den und den Spot für dich und so weiter. Und wo ich dann gesagt habe, na, lass mal lieber, ich fühle mich irgendwie jetzt, es passt irgendwie mir jetzt gerade nicht so rein, ich konzentriere mich lieber noch auf mein Abi und so weiter. Wir hören erstmal auf und dann in 1, 2 Jahren schaue ich mal, ob ich da Lust drauf habe. Und dann sind mein Vater und ich, weil wir nie auch bei einer NEW-Show waren. Ich habe immer das Wrestling-Training mitgenommen und ein paar Sachen auf YouTube mal gesehen oder so, aber nie eine NEW-Show selbst verfolgt. Und da haben wir natürlich gesagt, Mensch, bevor du jetzt hier komplett aufhörst, wir müssen uns mal noch eine Show angucken. Und es war, glaube ich, Snake Pit 2014. Und ja, durch die ganze Atmosphäre, die da so in einer kleinen Wrestling-Halle herrscht, habe ich dann danach direkt zu Alex gemeint, gib mir bitte den Trainingsvertrag fürs neue Jahr und den NEW-Vertrag auch. Ich bin dabei. Und einen Monat später, oder 3 Monate später stand ich im Ring. Okay, dann bringst du mich schon wieder zum nächsten Punkt, dein Debüt. Dann war Ja, es mein soweit. Debüt, ja. 2, 3, ja, 2 Jahre, etwas über 2 Jahre trainiert und dann kam es zum Debüt. Erzähle. Wie war's? Ja, mein Debüt war, naja, was soll man sagen? Also ich glaube, es gibt keinen Wrestler, der Jahre später auf sein Debüt zurückblickt und sagt, ja doch, das war ganz gut. Kann ich Also dir es war zustimmen? rückblickend schlecht, natürlich. Aber dafür, dass es halt das Debüt war, wenn man es in einen gesunden Kontext setzt, dann war das alles soweit okay, ne? Jeder macht da Riesenfehler. Man muss sich erstmal so ein bisschen reinfinden. Es war gegen Zacharias Falk zu diesem Zeitpunkt. Einfach so, ja, Singles-Match, 5 Minuten, keine Ahnung. Ganz simpel. War nichts Besonderes. Und war aber eine coole Erfahrung. Also ich bin nicht mit einem schlechten Gefühl rausgegangen, was ja auch viele haben, dann Selbstzweifel und oh Gott, oh Gott, ist dann das Richtige für mich. So, ich hatte dann schon richtig Bock und hatte natürlich in meinem zweiten Match überhaupt die Riesenherausforderung, gegen Adrian Sevier, jetzt Fabian Aichner, kämpfen zu können. Das war Ja, das fett. war vermutlich mal eine sichere Bank, ja. Ja, das war, in meinem Kopf lasse ich das gerne offiziell als Debüt.
Fabian Aichner, Ladies and Gentlemen, kann man aktuell bei NXT sehen, als Teil von Imperium, ja. Ich habe gerade ein bisschen nachgeguckt, deine Matches, du bist ja auch gegen Lucky Kid angetreten, also Metehan. Da sind schon einige mit dir im Ring gestanden oder haben mit dir im Ring stehen dürfen, die schon weitergekommen sind und, oder vielleicht schon da sind, wo du hin möchtest, ja. Wie sieht's da aus, Tryout-mäßig? Da kann doch Alex bestimmt was arrangieren. Oder hattest du vielleicht sogar schon eins? Also was einmal im Raum stand, war natürlich das Tryout, was hier in Deutschland stattfand. Da hat natürlich Alex sich drum gekümmert, einige seiner Jungs halt unterzubringen. Ja, drei waren ja letztendlich da. Ich weiß noch, ich gehörte nicht dazu und Alex hat sich dann mit mir hingesetzt und mir halt in Ruhe erklärt, dass die WWE erst ab einem gewissen Alter Leute sucht, weil die scheinbar, so hieß es damals, schlechte Erfahrungen mit jüngeren Leuten gemacht haben. Ja, die dann wahrscheinlich nach 2, 3 Jahren doch wieder Lust verlieren und so weiter. Und ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, es war ja 2017 oder 2018, ja, eins von den beiden, war ja das Deutschland-Tryout. Und da war ich ja noch etwas jünger, als ich es jetzt bin und halt für die WWE dazu jung. Aber ansonsten hatte ich jetzt persönlich noch keine weiteren Kontakte mit der WWE selbst. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges möglich ist bei dir. Du bist fit, ja. Du hast was, was andere nicht haben, was den Kampfsport-Hintergrund betreffen. Ich weiß nicht, hast du mein Interview mit Jack Anderson gehört, der ja auch leidenschaftlicher Kampfsportler ist? Das Interview habe ich nicht gehört, aber ich kenne natürlich Jack Anderson als Typ und weiß, was er als Background auch hat, auf jeden Fall. Der hätte sich ein Match gegen dich noch gewünscht. Zum Ja, Ende das der wäre natürlich Karriere. cool gewesen, auf jeden Fall. Klar, Ja. das macht immer Spaß, wenn man so jemanden hat, der einen ähnlichen Mindset hat, auf jeden Fall. Gibt es da aktuell jemanden, der auch so die Kampfsporterfahrung hat, mit dem du schon im Ring gestanden bist oder vielleicht auch mal arbeiten möchtest? Ja, Cara Noir auf jeden Fall. Ist ja auch Schwarzgurt Karate. Den hattest du ja schon als Gegner, oder? Genau. Wir waren Ja. beim Catch Grand Prix gegeneinander letztes Jahr bei der WXW. Richtig. Ist ja sicherlich einer der heißesten Freelancer gerade in Europa. Absolut zu Recht, ne? Sehr, sehr unique. Und er hat ja früher sogar selbst so ein, ja, sag mal, Karate-Martial-Arts-Gimmick gehabt. Was noch? Ja, gut, es gibt halt auch Leute, die vielleicht jetzt nicht direkt so ein Kampfkunst- Background haben, wie ich den jetzt habe, aber das Wrestling trotzdem ein bisschen, ja, einen Stil fahren, der ja ein bisschen mehr in die Shoot-Style, sag mal, bei der WXW Ambition-Richtung geht, ja, die mehr einfach striken und grappeln, anstatt da ein Flip und dort ein Flop. Und da ist Bobby Ganz natürlich auch jemand, mit dem ich jetzt auch schon im Ring stand, wo ich gerne noch ein paar Mal mit ihm arbeiten würde, weil auch das ist jemand, der halt. Dass der wirklich einen Kampf real aussehen lassen kann. Das ist auch einer, den schaue ich schon lange zu. Generell auch damals den beiden Brüdern. Ja, ich weiß gar nicht, was der Bruder macht inzwischen. Aber ich Ja, weiß noch. also ist schon noch aktiv, ja. Okay. Hat sich auch gut gemacht, auch Norman. Also top. Also das ist wirklich schön zu sehen, wie sich die jungen Leute auch in deinem Fall oder auch von TKO Hector über all die Jahre entwickelt haben. Das also erfreut einen Fan, der bei den ersten Schritten dabei war und dann zusieht, wo die Leute hinkommen, wie sie sich weiterentwickeln und dann plötzlich sogar im TV zu sehen sind. Das ist surreal. Für mich als Fan, natürlich nach ein paar Jahren verständlich aufgrund der Möglichkeiten, die wir heute haben, aber einfach surreal. Wie ist es denn für dich, wenn du das Network anmachst und kannst dann Papa sagen, du guck mal, da ist ein Match von mir. Ja, das ist krass. Das muss man schon erstmal realisieren, was das gerade bedeutet eigentlich. Ja. Also wie gesagt, vor ein paar Jahren absolut undenkbar und jetzt ja zwischen Raw und SmackDown ist da halt die WXW und im besten Fall bin ich noch gerade auf dem Thumbnail drauf. Genau. Das ist schon, ja, das ist krass, ja. Ja, hätte man vor ein paar Jahren vielleicht nicht mit gerechnet. Aber so wie du es auch gesagt hast, aus Fansicht sozusagen geht es uns ja auch mit Kollegen. Ne? Wenn man jetzt sieht, dass auf einmal, sagen wir mal, nehmen wir mal Fabi, dass jetzt Fabian Aichner einfach schon NXT Tag Team Champion war, ja, mit Ja. Walter und Junior und der Tischer jetzt nicht mehr, aber ne, zu der einer der gefeiertsten und dominantesten Gruppierungen überhaupt gerade gehört. Das ist schon krass. Ich weiß noch, als ich sein erstes NXT TV-Match gesehen hatte, wo man so dachte, ey, das ist einer von uns jetzt, ne? Bei den Großen so. Ja. Ja. Ich glaube, das wird auch immer bleiben, einer von uns. Ja, definitiv. Das ist ja jetzt Also. bei vielen so, ja. Wie viele jetzt bei NXT UK sind. Mein ehemaliger Tag Ja. Team-Partner, ne? Oliver Carter. Ja.
nur um ein Beispiel zu nennen, oder jetzt eben auch Metehan ganz frisch. Das ist einfach schön, Leute zu sehen, die aus der deutschen Szene kommen, und man sieht ja, wie Walter und Ilja wahrgenommen werden, auch von Legenden wie Ja. Triple H und Shawn Michaels. Die sind eben nicht einfach nur dabei, sondern die sind ganz, ganz oben mit dabei. Ilja ist ja auch unglaublich, ja. Und Grüße gehen raus, ja Mann, an Oliver. Ja, wie du sagst, das ist unglaublich. Und auch aus deiner Sicht, aus kollegialer Sicht, schaut man da natürlich schon mit einem ganz anderen Auge drüber und hofft und wünscht natürlich, dass die lange dabei sind, dass die möglichst weit kommen, viel erreichen können. Und gut, für Alexander Wolf hat es leider nicht so geklappt, wie es hätte klappen können. Aleister Black, die Entlassung hat mich geschockt. Ich weiß nicht, wie du das aufgenommen hast. Tommy End ist ja auch einer der Aushängeschilder des deutschsprachigen Wrestling. Ja, definitiv ein Schock, aber es war ja irgendwie schon letzten Monat, hat man immer was in die Richtung schon gehört. Dann kam er doch Ja. nochmal zurück, also in dem Moment dann doch überraschend. Aber wenn man es als Gesamtheit betrachtet, hat sich da irgendwo abgezeichnet. Sehr, sehr schade, kann ich auch nicht nachvollziehen, weil er geht ja ein Stil, der meinem doch sehr, sehr ähnelt und in meinen Augen auch im WWE-Bereich absolut einmalig. Aber sieht man vielleicht auch, dass es einfach ein anderes Produkt da drüben ist, ne? Dass sie vielleicht nicht halt lieber noch irgendeinen 2-Meter-Riesen, der sich kaum bewegen kann, holen, anstatt jemanden, der legit kämpfen kann. Aber gut, das Da müssen sie selbst wissen. bin ich jetzt zu 1000% deiner Meinung. Also das ist so ein Unikat wie Tommy End, so besonders und anders wie alle anderen gehen zu lassen. Tommy ist sich traurig drüber, hat er jetzt auch mehrmals gesagt in den letzten Interviews. Er glaubt, sein Weg ist noch nicht zu Ende. Ich bin mir sicher, der ist noch nicht zu Ende. Ich habe bei GBP ein paar Matches von ihm gesehen. Pah. Da hat man eventuell einen Fehler begangen, den gehen zu lassen. Also seitens WWE natürlich. Ich bin mir sicher, der kann in Amerika trotzdem weiterhin gutes Geld verdienen. Ja, Ja. definitiv. Die Möglichkeit besteht ja, und ich glaube, das ist, wenn sich der eine oder andere vielleicht im ersten Moment noch drüber ärgert, eben nicht mehr beim ganz großen Flaggschiff angestellt zu sein. Es ist für viele natürlich auch eine Befreiung, weil ja doch die kreative Einschränkung da enorm ist, was ja bei den anderen Arbeitgebern vielleicht nicht so der Fall ist, ne? Du hast mir die Vorlage für die Tag-Team-Geschichte auch schon gegeben. Stephanie Mays und du, die ehemalige Steffi Sky, haben die WXW Tag-Team-Titel gewonnen. Die sind inzwischen nicht mehr bei euch aufgrund einer Verletzung. Grüße gehen hier raus an Stephanie. Ist natürlich schade, wenn sowas Einzigartiges auf die Art und Weise beendet werden muss. Aber lass uns da bitte drauf eingehen. Steffi und du standet euch auch schon selbst gegenüber im Ring als Gegner. Dann kam es irgendwie zur Gründung des Tag Teams. Kannst du das irgendwie zusammenfassen, wie sich das alles so ergeben hat? Ja, die Geschichte geht ein bisschen weiter in die Vergangenheit noch. Ja, Ende 2019 kam von mir die Nachricht, kam an mich die Nachricht von Reik und Reik Listemann und Alexander Flöter, die ja die Promoter von Pro Wrestling Deutschland sind, ob ich mir vorstellen könnte, bei der nächsten Show von Pro, wo ich gebucht war, wo es dann darum ging, wie ich eingesetzt werde, ob ich mir ein Intergender-Match gegen Steffi vorstellen könnte. Sie würden das gerne auf die Card bringen. Und sind da ganz zuversichtlich, und ich habe da sofort auch zugesagt, ja, weil es Steffi war. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Intergender in Deutschland gehabt, vereinzelt mal so, ja, kleinere Sachen, aber so auf der ganz großen Bühne irgendwie wurde es da noch nicht so richtig wahrgenommen, war ja kein Markt für Intergender Wrestling da. Aber natürlich auch dem geschuldet, dass ja immer weniger Frauen verfügbar sind, die auf einem guten Niveau arbeiten können, ist das natürlich absolut nötig mittlerweile. Und man hat ja gesehen, dass das Match sehr, sehr gut ankam, Steffi eine richtig gute Leistung gebracht hat, und das Dresdner Publikum hat das gefeiert wie sonst was. Und auch kein anderes Match von mir ging wie das so viral über die sozialen Netzwerke. Das war schon sehr, sehr cool. Und daraus ist dann, sollte eine kleine Storyline entstehen, dass wir quasi als Tag-Team agieren. Wir hatten auch ein Tag-Team-Match gemeinsam bei Pro, quasi als Vertreter der Promotion, Team Pro. Und daraus ist ja dann nichts weiter erstmal geworden, da die Corona-Pandemie begann. Leider. Zeitgleich haben wir noch weitere Matches gegeneinander bestritten, sowohl in der Academy als auch in Österreich und dann eben auch bei der zweiten Staffel von Shotgun. Ja, ich war ja mittlerweile bei der WXW angekommen. Und die Idee wurde aufgegriffen, das Tag-Team dann auch bei der WXW zu etablieren.
Das ging alles sehr, sehr schnell innerhalb dieser einen Shotgun-Staffel, quasi von der Gründung des Tag-Teams hin zum Titelgewinn, was für uns natürlich absolut surreal war. Und ja, es ist immer noch rückblickend Wahnsinn, wie schnell das dann doch ging, auf einmal einen Titel bei der ja wahrscheinlich größten europäischen Promotion halten zu können. Das war also für mich eine Überraschung, vor allem, dass es bei WXW möglich ist, als Frau und Mann einen Tag-Team-Titel zu gewinnen. Aber ja, damit erreicht man Aufmerksamkeit. Und Steffi hat ja auch einen kleinen Kampfsport-Hintergrund. Ich glaube, Kickboxen war es bei ihr. Ja, genau, ja. Da ergänzt ihr euch natürlich auch. Und ja, dann hat sie sich verletzt und der Titel wurde leider für vakant erklärt. Und jetzt bist du im Moment wieder solo unterwegs, ja. Dennis Dulnik kennen wir als Cash Crash noch, Ender Kara zuletzt, wen haben wir denn noch alles? Sensa Volto habe ich schon erwähnt, auch ein super Talent. Also ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht, mit dem zu arbeiten. Tristan Archer, Icarus aus Ungarn, glaube ich, ist er. Norman Harras, ja, kann sich sehen lassen, oder? Also deine Gegner können sich sehen lassen. Ja, bin ich natürlich sehr dankbar, bei der WXW nicht ein Umfeld zu haben, was auf so einer professionellen Ebene agiert, mit so viel Know-how und so viel Erfahrung, sondern eben auch die entsprechenden Gegner dann im Ring zu haben. Das macht A, macht Spaß, B, kann man sich selbst nochmal was mit davon rausnehmen, so für spätere Sachen. Und C, kommt am Ende auch ein Produkt zustande, mit dem man selbst und hoffentlich die Fans auch dann recht zufrieden sein können. Ich glaube auch, vor allem wenn du dann auch so international erfahrene Gegner hast, lernt man ständig dazu. Also ich glaube, man lernt eigentlich immer dazu. Also wenn man irgendwann aufhört zu lernen, egal in welchem Bereich das jetzt ist, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Ja, dann geht man eher zurück, als dass man auf seinem Level da bleibt. Ja. Das ist egal, welche Berufssparte das betrifft, ja. Kannst du uns erzählen, wie sich dann die WXW für dich ergeben hat? Also war es für Alex okay, dann zu sagen, du, ich trete jetzt für WXW auf, da du ja eigentlich vertraglich gebunden bist? Ja, die vertragliche Bindung ist ja jetzt kein Exklusivvertrag. Ja, die hat mir jetzt nicht verboten, sozusagen für andere Promotions aufzutreten, sondern hat mir ja nur Auftritte bei der NEW garantiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mit WXW zusammengearbeitet habe, waren meine 5 Jahre, die der Vertrag bei der NEW läuft, auch vorbei. Arbeite natürlich trotzdem mit der NEW zusammen, aber immer ein sehr gutes Verhältnis zu Alex. Also das. Er hat auch sich gefreut über den Titelgewinn von Steffi und mir, also da gab es überhaupt keine Schwierigkeiten eigentlich. An sich der Kontakt zur WXW besteht eigentlich schon eine ganze Weile. Ich glaube 2017, 2018 irgendwann habe ich mal angefragt, wie man es halt so als Wrestler macht, ne? Sich bei größeren Promotions mal vorstellen und bewerben. Da kam das Angebot, mich mal in einer Academy-Show zu präsentieren. Darauf bin ich erstmal nicht weiter eingegangen und bin aber erst Ende 2019 irgendwann auf das Angebot von Test zurückgegangen, weil dann auch zum Beispiel Hector, ne, jemand, der mich ja auch meine ganze Karriere schon begleitet, sowohl als teilweise auch als Trainer in der Right Stuff School oder so einfach als Kollege, als Freund, gemeint hat, jetzt komm, jetzt wrestle einmal in der Academy, zeig dich denen und die werden dich schon nehmen, so nach dem Motto, ne? Also du wirst dich schon überzeugen, die brauchen dich gerade, dass das passt, es wird passen, mach das mal. Naja, also habe ich Test geschrieben. Wie sieht's aus? Du hast mir mal angeboten, bei der Academy auftreten zu dürfen. Das würde ich, wenn das Angebot noch besteht, gerne wahrnehmen. Und einen Monat später waren eben im Januar 2020 das Academy-Match gegen Steffi, was ja mal so eine Art Tryout, so eine Art Bewerbung für die WXW ist. Und kurz danach wurde ich dann eingeplant für die ersten Shows nach dem Karat-Wochenende, die ja leider dann nicht stattfinden konnten und stattdessen ja dann die Tapings waren. Wow. Und dann hast du direkt mit den Tapings angefangen und warst dann praktisch schon kurz nach dem Debüt auf Network zu sehen, oder wie? Ja, genau. Ich glaube, die Wer hätte das erste, gedacht? ja, das ist krass. Ja. Das ging alles sehr, sehr schnell. Die erste Staffel Shotgun lief ja nicht auf dem Network. Die zweite Staffel Shotgun, ja, wo dann das Tag Team von Steffi und mir etabliert wurde. Genau, das war das erste, was auf dem Network lief. Und ja, also ich habe jetzt schon über ein Jahr bin ich jetzt schon für die WXW aktiv, durfte den Titel halten. Durfte beim Catch Grand Prix, einem prestigeträchtigen Riesenturnier, teilnehmen und habe aber trotzdem noch nie eine Live-Crowd der WXW vom Ring aus gesehen. Ich glaube, das ist sehr hart für euch. Also weltweit mega hart, ohne wirkliche Reaktion aufzutreten. Also
ist auch für mich hart, wenn ich mir das WWE-Produkt anschaue. Ich schaue inzwischen nur noch selten rein und sehe dann diese Bildschirme oder diese oder höre dann diese künstlich eingespielten Chants. Ist hart. Also ich glaube, dass es für euch alle was ganz Besonderes sein wird, wenn es denn endlich wieder losgeht, vor Fans live zu agieren und auch echte Reaktionen wieder zu hören. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, es macht ja einen riesen, riesen Teil des Wrestlings aus, die Interaktion mit dem Publikum. Und man freut sich ja über jede Form von Feedback, die dann direkt immer kommt, wenn man im Ring steht. Das macht ja das Wrestling an sich auch aus. Nichtsdestotrotz gewöhnt man sich natürlich auch daran und jeder, der das WXW-Produkt verfolgt hat, wird auch sehen, dass die Performance jetzt ein ganz anderes als bei der ersten Staffel Shotgun, wo das ja für alle noch neu war. Und mittlerweile ist man da schon deutlich routinierter damit. Und man sieht ja auch, dass der Stil sich ein bisschen ändert. Er muss sich einfach ändern, wenn keine Zuschauer um den Ring herum sind. Es wird sportlicher, es wird härter, es wird ja, körperlicher, anstrengender auch einfach. Und das ist ein Stil, der mir natürlich sehr, sehr gut liegt. Und deshalb bin ich gespannt, wie sich das dann quasi der Schritt zurück wieder geht, wenn die Zuschauer wieder dabei sind, ja. Wie ist es denn für dich dann, für die Kamera zu arbeiten? Ich kann mir vorstellen, dass da bestimmte Aktionen oder Gesten in Richtung Kamera gehen müssen, damit das einfach rüberkommt im Fernsehen, oder? Hat man da bei Alex schon drauf geachtet oder ist es dann bei Shotgun was völlig anderes gewesen? Ja, normalerweise hat man ja 50-50 sozusagen, man, Zuschauer und Kamera. Jetzt fallen die Ja. Zuschauer weg, das heißt, man muss es ja in die Kamera machen, wo soll man es sonst hinmachen, richtig? Sowohl Gesten, Posen als auch Aktionen, was auch immer. Aber das ist eine Sache, die man bei Alex schon sehr, sehr gut lernt, ja, was er, glaube ich, auch anderen Wrestling-Schulen voraus hat, dass die NEW ja immer versucht hat, auch die Veranstaltungen sehr, sehr professionell aufzuzeichnen. Und Alex natürlich ein absoluter Experte ist, was so ein TV-Format Wrestling letztendlich auch bedeutet. Und deshalb waren alle, die durch seine Schule gegangen sind, da eigentlich schon recht routiniert. Für andere sicherlich neue, die jetzt nur in Anführungszeichen House-Shows gewrestelt haben in ihrer Karriere, ja. Wie kann ich mir die Tapings für WXW Shotgun vorstellen? Trittst du da am Tag mehrmals auf und wird es dann zusammengeschnitten oder dreht man da wirklich an einem Tag eine Folge ab? Also, Magst du uns da ein bisschen mit Backstage nehmen und ein bisschen erzählen? ja, gerne, gerne. Es ist ja so, dass Shotgun, die beiden Staffeln waren ja an sich ein ganz anderes Produkt, als es jetzt Real Life Wrestling oder der Catch Grand Prix waren. Es wurde ja viel, viel mehr noch mit Promos, mit Backstage-Segmenten gearbeitet, was ja jetzt bewusst in den neuen Formaten eine untergeordnete Rolle spielt. Und somit war der, ich nenne es mal Drehtag, auch was ganz anderes, weil natürlich viel, viel mehr ja, um das In-Ring-Geschehen herum produziert wurde. Aber auch da war es so, dass wir da mehrere Sachen am Tag haben, ja. Also ich habe, glaube ich, bei den Tapings, die jetzt im Februar stattfanden, 8 Matches bestritten und wir hatten ja 5 Drehtage so. Ne? Das bedeutet, so 2 bis 3 Shows am Tag waren schon normal, auch jetzt bei den letzten Aufzeichnungen. Und ja, man beginnt halt Vormittag und dreht dann halt, kämpft halt bis spät in die Nacht. Und das ist für das ganze Team natürlich sehr, sehr kräftezehrend. Ja. Kannst du dir denn vorstellen, wieder zum Tag Team Wrestling zurückzukehren, wenn Stephanie wieder gesund ist, da eventuell wieder daran anzuknüpfen und euch die Tag Titles zurückzuholen? Lege das in deinem Interesse oder findest du es als Singles-Wrestler auch ganz gut, vielleicht mal den ein oder anderen Titel ins Auge zu fassen? Ja, so ist der Plan, ne? Dass wir wieder um die Tag Team Titel natürlich angreifen, definitiv. Ich warte ja quasi nur auf die Genesung von Steffi, weil wir haben ja noch eine Rechnung offen. Mir macht der Singles-Bereich unglaublich viel Spaß. Ich sehe mich selbst auch unterm Strich doch eher als Singles-Wrestler natürlich. Es liegt mir einfach mehr, weil es ist nun mal das klassische Format, was ich von Kindheits an kenne, 1 gegen 1 zu kämpfen, in welcher Form auch immer. Und das Tag Team Wrestling ist aber eine ganz spannende Sache und mit Steffi passt nun mal gerade im Team ganz gut. Also das hat ja der Erfolg dann auch letztendlich gezeigt und so wie die Reaktionen der Fans auch waren, war es ja ein Team, was sehr, sehr gut ankam. Und wir haben natürlich noch, also wir haben ja gerade erst angefangen sozusagen. Ja, wir haben noch nicht so viele Matches miteinander bestritten, waren trotzdem schon recht erfolgreich und dann kam diese blöde Verletzung bei Steffi.
Das heißt, es wäre natürlich auch unfair jetzt ihr gegenüber, wenn ich sage, naja, ich mache jetzt erstmal mein Ding alleine. Nee, sobald sie wieder fit ist, denke ich mal, werden wir alles daran setzen, auch wieder die Titel noch ein zweites Mal umschneiden zu können. Finde ich sehr gut. Welche Verletzung hat Steffi erlitten? Eine sehr, sehr komplizierte, umfangreiche Knieverletzung. In Kürze wirst du wieder ein Match vor Publikum bestreiten, im besten Fall. Ich habe eine Ankündigung gesehen, dass du gegen Bad Bones in den Ring steigen wirst. Richtig, ja. Es ist offiziell. Was kannst oder darfst du uns dazu sagen? Außer, dass Bad Bones der Gegner ist. Ja, die Geschichte, also das Match hat natürlich eine gewisse Geschichte, ne? Wir standen 2019, Ende des Jahres, schon mal bei Unlimited gegeneinander im Ring. Damals ging es um die Qualifikation für den neu eingeführten Titel der Promotion, wo ich John besiegen konnte, jedoch nicht ganz, ja, nicht ganz klar, nicht ganz eindeutig, ja, weil ein gewisser Tarkan Aslan noch eingegriffen hat. Und jetzt bin ich ja Champion geworden, erster und bislang einziger Unlimited Wrestling Champion. Und ja, John hat jetzt seine Ansprüche dahingehend gemeldet, doch ein Rückmatch aufgrund dieses kontroversen Endes zu erhalten. Und das soll er auch bekommen um den Titel Ende Juli. Und da freue ich mich natürlich drauf, weil es gibt, glaube ich, keinen besseren. Also das muss man einfach so sagen. John ist für mich nicht nur außerhalb des Rings jemand, mit dem ich einen sehr, sehr guten Kontakt habe, den ich unglaublich schätze. Und auch im Ring halt jemand, der auf einem Level ist, wo viele davon träumen können im deutschsprachigen Raum. Best in Europe, ja. Ja, zu Recht. Du hast Unlimited Wrestling angesprochen und wir haben vorher ein bisschen über Cage Match gesprochen. Wollen wir hier mal ganz offen Kritik anbringen? Ja, richtig, richtig, genau. Du hast es schon angesprochen, der Unlimited-Titel fehlt in meiner Cage-Match-Vita. Nicht, dass ich auf sowas Wert legen würde, aber es ist mir letztes Mal aufgefallen. Wir schneiden es einfach mal an und haben es an dieser Stelle erwähnt. Ich werde Cage Match diesbezüglich verlinken. Natürlich lieb gemeint, ja. Ja, wir haben es. Wir haben es geschafft. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich glaube, wir haben nach unserem ersten Interview hier alles besprochen, was wir hätten besprechen können. Ich werde das unser erstes Interview mit den Basics verlinken. Ich danke dir vielmals, Tom, für deine Zeit. Ja, sehr gerne, Markus. Es hat Spaß gemacht, ja. Ich glaube, wir sind in einer guten Zeit. Ich habe nicht aufgepasst, aber ich glaube, wir haben die Stunde so gut wie es ging eingehalten. Und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass du dich nicht verletzt, dass du uns noch lange erhalten bleibst und dass wir uns auch persönlich mal kennenlernen. Entweder sind wir uns unbewusst noch nicht über den Weg gelaufen oder es hat sich einfach noch nicht ergeben, aber ich bin mir sicher, das wird sich noch ändern. Das denke ich auch, das denke ich auch. Ja, danke dir, es hat Spaß gemacht und danke euch allen fürs Zuhören natürlich. Der Fever Talk ist auf Instagram und auf Facebook zu finden. Folgt WrestlingFever.de auf Facebook und Instagram. Ihr findet Fast Time Mudo übrigens auch auf Facebook. Bist du auf Insta? Natürlich. Natürlich, Auf Twitter? Bist du auf natürlich, Twitter? natürlich. Folgt uns im Social Media Bereich. So könnt ihr nichts von und mit uns verpassen. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.